Warte mal kurz. Ja, ich warte schon so, die ganze Zeit. So. Weißt du, was der Dietrich immer sagt? Warte immer, immer wenn ich ihn anrufe, warte mal kurz. Immer, das ist der erste Satz, warte mal kurz. Ja, weil ich mein Headset anschließe. Immer. Ich sage, ich warte schon. Ich glaube nicht weg. Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mal wieder mit Britta, die ihr ja aus zahlreichen Interviews und Fernsehauftritten schon kennt, weil sie die Tochter von Dietrich ist, mit dem ich ja hier auch auf dem Kanal schon gesprochen habe und auch mit beiden zusammen und vor allen Dingen auch mit seiner Frau, die leider im letzten Jahr verstorben ist. Wenn ihr dieses Video seht, ist das tatsächlich ein Jahr her, am 14. April 2022. Deswegen möchte ich heute mal hören, wie es der Familie so geht und wie es vor allen Dingen auch Britta damit geht. Hallo Britta. Hallo, Sami. Wir haben uns ja das letzte Mal mit Dietrich zusammen gesehen und jetzt hat es so ewig gedauert, bis wir beide doch mal ein Einzelgespräch haben. Ich wollte ja eigentlich schon länger mit dir auch ein Einzelgespräch machen. Jetzt leider zu einem ja nicht so schönen Anlass, aber immerhin haben wir es jetzt mal geschafft. Freue ich mich auch drauf. Ist ja viel passiert die letzten Jahre. Du hast ja unheimlich viel Erfolg jetzt auch mit Leroy gehabt und anderen Auftritten, wo du warst oder wo ihr wart. Ich finde es total großartig, dass ihr beide das überhaupt macht. Und ja, erzähl mal, wie ihr dazu steht. Also, wir hatten ja unseren ersten Medienauftritt gemeinsam vor 4 Jahren, 3,5 Jahren, also 2019 im Radio. Und ich war im selben Jahr auch bei Leroy. Mit der Zeit ist man natürlich ein bisschen erfahrener geworden. Anfangs war man natürlich immer super aufgeregt, wobei wir das heute immer noch sind, weil wir natürlich immer hoffen, dass wir guten Anklang finden und natürlich auf gute Journalisten und Reporter treffen, die dann die Sachen auch schön dokumentieren und schneiden, so dass es für uns dann auch passt. Und wir haben mit der Zeit einfach auch gemerkt, dass es jetzt nicht mehr nur darum geht, einfach unsere Geschichte zu erzählen, und dass wir uns gefunden haben, sondern dass es im Kern eigentlich um viel mehr geht, um Familie, Offenheit, Liebe, Großherzigkeit, Zusammenkunft. Und das ist das, was wir mit den Jahren jetzt einfach unseres Kennenlernens sich herauskristallisiert hat und das, was wir auch nach draußen bringen wollen. Ihr habt ja auch also durchweg positive Kommentare bekommen und auch im Verein seid ihr ja sehr beliebt wegen eurer Geschichte, weil ihr so ein vorzeige-ideales Pärchen seid sozusagen, also so ein ideales Match. Ja, jetzt gab es bei dem Video mit Leroy noch einen anderen, leider traurigen Anlass, wo halt viele Leute auch sehr berührt waren, weil Constanze ja gestorben ist. Eigentlich unfassbar. Man findet eine neue Familie und dann passiert sowas. Ich glaube, da werde ich mal so ein bisschen ausholen. Als Constanze die Diagnose bekommen hat, wann war das? Also ich war Ende Juni 2021 war ich hier. Da haben wir unsere Sonnenwendfeier gefeiert. Das haben wir irgendwie so traditionsmäßig gemacht und haben so Blumenhaargestecke geflochten. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dann ihr gegenüber saß und wir haben dann irgendwie zusammen geratscht und so weiter. Und dann hat sie sich so hier an die Rippe gefasst. Und dann habe ich halt gesagt, was hast du denn? Und dann hat sie gemeint, ja, sie geht jetzt am Montag dann irgendwie zum Arzt. Und dann ich gesagt, okay, alles klar, dann das so stehen lassen. Und dann rief sie mich an, das war, glaube ich, der 1. Juli, wenn ich mich nicht täusche, 2021. Und das war ganz komisch, weil sie ruft mich, also er hat mich eher selten angerufen, sondern eher dann eine Sprachnachricht kurz geschrieben oder eine WhatsApp. Dann hat sie mir gesagt, ich bin ans Telefon gegangen und dann hat sie ganz schnell gesagt, Britta, der Krebs ist wieder da. Und dann habe ich mir gedacht, was? Und also ich war voll schockiert, weil ich habe mich schon gewundert, ich habe gemerkt, das Telefon klingelt, ich sehe ihren Namen, ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich hatte diesen Arzttermin gar nicht mehr im Kopf, sondern ich habe einfach gewusst, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann hat sie das aber ganz schnell so gesagt und ich bin dann, ich wusste gar nicht, jetzt mit dieser Info anzufangen erstmal. Und der Dietrich war dann neben ihr gesessen und hat dann eben gesagt, ja,
ja, Britta, alles, ne, wir werden da in Ruhe drüber sprechen, irgendwie sowas in der Art. Und dann bin ich am nächsten Tag dann zu ihm gefahren, nach Hause, nach der Arbeit. Und ja, dann war das ganze Ausmaß, wurde mir dann klar, was das bedeutet, ein Rezidiv zu haben und so weiter und so fort. Und es hieß dann auch von Anbeginn an, dass Konstanze lebensverlängernd behandelt wird. Also was das genau zu bedeuten hatte, war mir in dem Moment natürlich auch nicht klar. Ja, wo kann ich sagen, das bedeutet, dass das eigentlich keine Chance auf Besserung ist, oder? Ja, so habe ich das auch verstanden, wobei einfach auch die Hoffnung, dass alles gut wird, immer da ist. Ne? Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn jemand halt ein Rezidiv hat und der sich ein bisschen auskennt, weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das nochmal irgendwie, also das zu überleben. Aber also stand mir auch nicht zu, mir dann Urteil darüber zu erlauben, weil ich auch nicht bei den Arztterminen dabei war oder einfach auch nicht ja, mich da jetzt, sage ich so, einmischen wollte, weil es im Endeffekt eine Sache ist, die auch Konstanze hat entscheiden müssen für sich, wie sie da weiter fortfährt. Und ja, genau. Und das war so die erste Aussage und der erste Schock zu dieser Diagnose. Genau, den ich dann so miterlebt habe. Ja. Und ja, da wurde erstmal klar, dass gesagt wurde, sie wird dann eine Bestrahlung durchmachen. Und dann sind Dietrich und Konstanze auch nochmal weggefahren. Und dann haben wir auch nochmal schön meinen Geburtstag gefeiert, 2021. Und da sah sie super aus. Also so frisch und so lebendig. Und ich habe mir gedacht, wow, sie schaut toll aus. Ne? Also da konnte man, also sah überhaupt nicht aus wie eine totgeweihte Frau oder irgendwas in der Art. Und das war wirklich nochmal ein echt schöner Geburtstag, weil da auch meine gesamte Familie eben da war und sie auch, weil normalerweise sind die immer an meinem Geburtstag weg, weil die immer nach Griechenland fahren. Aber diesmal war es anders und sie sind geblieben aufgrund der Krankheitsdiagnose von Konstanze, genau. Euer erster und letzter gemeinsamer Geburtstag dann schon, ne? Nee, 2020 waren sie da, 21, genau. Nee, zwei Geburtstage haben wir zusammen verbracht, also gemeinsam. Klar kann man es irgendwie nachvollziehen, aber wie das genau ist, du hast sie so kurz eigentlich nur gekannt, du hast sie Bonusmama genannt und ihr wart ja schon wie eine Familie. Wie fühlt sich das an? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das für dich? Wie soll ich das beschreiben? Es war natürlich, nachdem erstmal dieser ganze erste Schock vorüber war und man diese ganze Krankheitswelle da irgendwie auch mit durchgegangen ist. Das ging auch so schnell alles. Ich hatte schon meine Momente, die wussten die Jungs und auch Dietrich nicht, wo ich zu Hause allein geweint habe, ja, wo ich mir dann Fotos angeschaut habe und wo ich gedacht habe, hey, wie soll das ohne sie weitergehen und das geht gar nicht und das wird gar nicht funktionieren. Ne? Also ich hatte schon die Momente, die habe ich aber mit mir alleine ausgemacht. Da habe ich jetzt auch keinen mit reingezogen, weil ich fand auch, ich weiß, ich wollte meine Geschwister auch nicht irgendwie mehr damit belasten oder so, weil das ist ja auch deren Mama. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie schwer das für die halt eben auch gewesen sein muss oder auch heute ist, dass die Mama nicht mehr da ist. Ja. Und deswegen habe ich mich da eher etwas zurückgenommen. Und ja, wir haben einfach die schönen Momente halt gelebt in dieser Zeit. Und wie es mir damit geht, jetzt ist Konstanze fast ein Jahr nicht mehr bei uns. Und das hat mich unfassbar hart getroffen, dass sie gestorben ist. Ich habe aber für mich schon lange so einen Weg gehabt, wo ich mich verabschiedet habe. Vielleicht auch in einer anderen Form, wie es meine Geschwister und mein Vater halt gemacht haben. Ist ja logisch, weil die ja nochmal ganz anders dran sind wie ich. Und das, was sich vielleicht auch keiner getraut hat auszusprechen, habe ich aber innerlich halt einfach schon irgendwo geahnt und gewusst. Ne? Und konnte mich deswegen wahrscheinlich auch anders vorbereiten darauf, auf die ganze Situation. Und kurz bevor Konstanze auch gestorben ist, erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass sie mir Sprachnachrichten geschickt hat und auch, ja, sie hat mir eine sehr eindrückliche Sprachnachricht geschickt, wo mir eigentlich klar war, was sie mir irgendwie durch die Blume sagen möchte. Und das ist mir, nachdem sie verstorben ist, eigentlich so im Kopf geblieben, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht wolltest du mir irgendwas sagen? Also sie war immer lebensbejahend, sie hat immer gelacht, sie hat diese ganzen Schmerzen weggelacht. Es ist so, sie hat keine negative Sekunde an diese Krankheit verschwendet. Ja, es ist, also, und deswegen war mir auch immer nicht so klar,
übersteht sie das vielleicht doch oder wie ist die Prognose wirklich? Ne? Also es war halt so ein Hin und Her, dass ich das selber nicht einschätzen konnte. Und ja, es ist eine neue Energie ins Haus gekommen, seitdem Konstanze nicht mehr da ist. Es hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert. Und es ist natürlich anders. Wir haben jetzt, also wie soll ich das immer sagen, Konstanze war immer die ausgleichende Kraft. Und ja, es hat sich in der Beziehung zwischen mir und Dietrich natürlich auch einiges verändert. Und auch in der Beziehung zwischen mir und meinen Brüdern. Ja, sie fehlt in jeder Ecke und jede Sekunde. Aber ich denke, wir ihre guten Werte und das, was sie hinterlassen hat, das ist einfach immer präsent. Und da denke ich sehr oft gerne daran. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht in dem Moment gedacht hast, du willst damit niemanden belästigen, weil es denen ja vielleicht auch schlimmer geht als dir, weil die haben sie ja auch einfach viel länger gekannt, die Verbindung ist noch intensiver gewesen, auch von Dietrich und ihr natürlich, und ich kann mir vorstellen, dass deine Gefühle da vielleicht auch so ein bisschen hinten übergefallen sind, weil sie vielleicht als nicht so wichtig irgendwie gegolten haben oder so. Ich meine, ich mache jetzt auch mit dir nur ein Gespräch, anstatt mit Dietrich darüber zu sprechen. Aber ich finde, also ich finde halt auch gerade diesen Aspekt so interessant, weil du sie halt nur so kurz gekannt hast und weil das irgendwie so eine einmalige Situation auch ist. Ne? Also ich finde das sehr schön, dass da natürlich auch gefragt wird, wie es mir geht und wie ich das empfunden habe, weil, wie du schon sagst, das eine ganz außergewöhnliche Situation auch ist, dass ich 2019 hier reingekommen bin und die Konstanze einfach einen unfassbar großen Beitrag dazu geleistet hat, dass das überhaupt so gekommen ist. Ne? Also wie ich ja auch immer überall berichtet habe oder jetzt auch präsent geworden ist, ist, dass Konstanze einfach einen ganz großen Anteil daran hat, dass das überhaupt so hat laufen können, wie es gelaufen ist und wie sie ihre Arme geöffnet hat und wie sie meine Mutter willkommen geheißen hat und dass dann normal war, dass wir Familienfeste zusammen feiern, dass meine Mutter dazugehört und es so eine unglaubliche Offenheit, ja, das ist für mich, ich habe da so riesen Respekt davor und so, es ist so bewundernswert, also ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was für eine tiefe Dankbarkeit ich dafür spürt habe, dass ich durch sie meine Familie näher kennenlernen durfte und dass ich auch durch sie so an meine Brüder ran konnte, weil sie hat einfach diese Brücke dafür gebaut, dass wir heute, die wir heute halt gemeinsam beschreiten können, um halt das weiterzuführen, was sie sich vielleicht unter Geschwisterschaft vorgestellt hat auch. Ne? Und ich denke, das ist von beiden Seiten einfach auch eine Bereicherung. Also meine Brüder sind sowieso meine Bereicherung für mich, also absolut, und mein Vater ja auch, aber einfach auch dieses von einer fremden Frau, die genetisch nicht mit dir verbunden ist, so ins Herz geschlossen zu werden, ja, die eine Tochter aufnimmt, die selber auch eine Geschichte damit irgendwie verbindet auf irgendeine Art und Weise. Was soll ich sagen? Es ist so ein tolles Beispiel für so viele Familien da draußen, die so verkopft denken und sagen, oh, das geht irgendwie nicht, weil ist ja fremdes Kind und das kann ja niemals so werden. Das ist völliger Quatsch. Also wir sehen, ja, mit was für einem Beispiel wir vorangehen. Und das ist jeden Tag Arbeit. Es ist überhaupt nicht irgendwie, dass das jetzt so funktioniert hat. Nee. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ne? Die Beziehung zwischen mir und Dietrich hat sich durch den Weggang von Konstanze auch verändert. Auf eine Art und Weise. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück. Ja. Ich wollte nur noch ganz kurz nochmal auf ein besonderes Kommentar auch eingehen, was unter meinem Video geschrieben wurde. Sie hätte sich gar nicht als Sonne bezeichnen müssen, sie war auf jeden Fall die Sonne. Ich denke mal, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Und jetzt ist sie da oben und jetzt ist sie wirklich die Sonne geworden, so ein bisschen noch, ne? Ja, weil sie hat, genau, sie hat sich immer als Sonne beschrieben oder dass halt die Frauen halt einfach auch die Sonne sind in so einer Familie. Und ja, das war sie halt einfach auch, ja. Und das war sie. Und das sind diese guten Werte, die einfach immer irgendwie bleiben und die ich auch immer im Herzen trage. Und das, da werde ich ihr für immer dankbar sein. Und auch, wie gesagt, dieses Verhältnis, was wir auch aufgebaut haben, dass man sich am Ende wirklich oder ziemlich schnell als Bonus bezeichnet hat. Ne? Sie hat ja auch irgendwann mal, ich weiß noch, wo wir draußen standen, und dann hat sie mich so vorgestellt, ja, so, ja, meine Bonustochter, oder was sagt man denn dazu? Ja, und
Und ne, es ist natürlich immer so, also was man ja auch merkt, ist immer so eine Hemmschwelle. Darf man das irgendwie sagen? Ist das nicht irgendwie komisch? Was sagen denn die anderen dazu? Aber das ist genau das, was wir nach draußen bringen wollten. Einfach, hey, wir sind offen. Wir nennen uns nicht Stiefmutter, wir nennen uns nicht Stieftochter. Wir sind Bonusmom und Bonustochter. Und natürlich habe ich meine leibliche Mama, die gehört natürlich dazu. Ich habe meinen leiblichen Vater, der gehört auch dazu. Meine Brüder, ja, alles gut. Ne? Und daraus darf sich halt was entwickeln. Und das ist, glaube ich, in der kurzen Zeit, wo ich Constanze auch in meinem Leben haben durfte, denke ich, auch ganz gut gelungen. Und das tragen wir jetzt auch weiter. Da hast du jetzt gerade auch ein ganz gutes Stichwort genannt. Wie geht denn deine Mutter damit um? Gab es da auch mal so Eifersüchteleien oder sowas? Also, weil wir hatten, glaube ich, am Anfang, wo ich auch mit Constanze gesprochen habe, gesagt, da ist ja eine gewisse Verliebtheit zwischen dir und Dietrich auch gewesen eine Zeit lang. Und bestimmt auch immer noch, aber dass es da schon auch natürlich Eifersuchtsgefühle gibt oder gab. Und wie sieht es deine Mutter? Gab es da auch solche Gefühle in die Richtung? Also ganz am Anfang hat meine Mutter sich natürlich schon Sorgen gemacht. Oh, da ist jetzt eine neue Familie, die könnte meine Tochter wegnehmen und so. Und dann wurde sie langsam herangeführt und hat, glaube ich, einfach auch gemerkt, dass, als sie Constanze dann persönlich kennenlernen durfte, ja, das hat ja ungefähr 4-5 Monate gedauert, bis sie sich dann wirklich auch persönlich begegnet sind. Und sie haben sich gleich auf Anhieb gut verstanden und haben sich langsam rangetastet und so weiter. Und ich glaube, da hat meine Mutter dann gemerkt, okay, da ist jemand, der meint es gut mit meiner Tochter. Und das hatte ich bei Constanze sogar geschrieben. Ich habe gesagt, danke, dass du deine Arme für meine Mama geöffnet hast und so. Das ist mir auch so wichtig und ich bin dir so dankbar dafür. Und dann habe ich auch gesagt, sie hat gesehen, dass du eine gute Frau bist und dass du es gut mit mir meinst und so. Und dann hat die Constanze auch gesagt, naja, ich glaube, als Mama will man immer, dass sein Kind gut behandelt wird. Und ja, das war dann so wie so eine Art Erleichterung auch, denke ich mal, von ihrer Seite, wo sie gesagt hat, okay, ist ja klar, ne, für sie war es selbstverständlich, dass sie mich gut behandelt, aber meine Mutter war es natürlich nicht klar, weil sie sie ja noch nicht kannte. Und ich denke, so mit dem ersten Treffen ist so das erstmal so gefallen. Okay, gut, meine Tochter ist gut aufgehoben. Da ist eine Familie, die meint es gut mit ihr. Und alles war in Ordnung. Und das ist dann auch abgeflacht. Also da hat man auch gemerkt, so mit dem ersten Treffen, okay, da ist keiner, nimmt mir meine Tochter weg. Ich bleibe ihre Mutter. Es ändert sich nichts, auch wenn sie die Constanze Bonusmom genannt wurde. Also das hat dann schon auch gepasst. Also da gab es dann gar keine Eifersüchteleien mehr irgendwie in die Richtung oder irgendwas in der Art. Und meine Mutter war unfassbar betroffen, als sie gehört hat, dass Constanze dann so schwer krank geworden ist. Da haben sie sich dann nicht mehr so oft gesehen. Das letzte Mal war dann wirklich an meinem Geburtstag, wo wir dann nochmal zusammen gefeiert haben, wo es dann Gott sei Dank, ich bin so froh, dieses Familienbild gibt, wo alle drauf sind. Ne? Und ja, und dann hat sie das natürlich nur noch mitbekommen, so am Rande, klar, weil sie sich natürlich auch in der Form auch zurückgenommen hat. Sie hat natürlich angeboten, wenn irgendwas ist, hat sie zu mir immer gesagt, du, dann lass es mich wissen, ich bin dann da. Aber das macht man dann, sage ich jetzt mal, in der Familie mit sich selber dann aus. Und ja, da war meine Mutter dann sozusagen irgendwie auch meine Stütze, weil sie dann auch gemerkt hat, okay, dass es mir auch nicht so gut dabei geht, wenn es Constanze auch immer schlechter geht und dass da jetzt jemand Wichtiges wegbrechen kann, ja. Ja, und mit deinen Brüdern hast du ja auch schon gesagt, also ich sehe ja auch über deinen WhatsApp-Status ab und zu mal, wie ihr weggeht miteinander und so. Und ihr seid auch wirklich so eine richtige Familie geworden, so richtig Geschwister irgendwie, ne? Also ich sag jetzt mal so, ich habe mit allen dreien eine unterschiedliche Bindung. Ja, also wenn man jetzt mal der Kleinste, der hat mich, würde ich behaupten, sofort geliebt. Ich bin die Schwester, juhu, ich bin da. Und er war aber auch damals 10, das darf man nicht vergessen. Ne? Der war damals klein. Der Mittlere war total so, also war super offen, ganz empathisch so und hat gegrinst und hallo und immer ganz höflich und nett. Und das war aber so eine normale Distanz, jetzt nicht irgendwie, okay, also wenn die Britta da ist, ist sie halt da und wenn sie nicht da ist, ist sie halt nicht da. So war halt das Verhältnis. Aber immer offen und immer auch ganz, ganz lieb und so. Und der Große, der Minas, der... Ja, das war am Anfang gar nicht so einfach. Also ich kann mich an unsere erste Begegnung erinnern. Ja, sage ich ihm immer noch heute. Sag ich, du, als wir uns gesehen haben, gell, ich so, die erste Begrüßung war Kühlschrank aufmachen und gucken, was es zum Essen gibt, anstatt Hallo zu sagen, ne? Also das war, ja, Wahnsinn. Und ne, ich hab so eine Vorstellung gehabt, war cool, ich treffe jetzt Geschwister und man fällt sich so in die Arme, so wow, und
jetzt habe ich Geschwister gefunden. So habe ich mir das so vorgestellt in meinem Kopf. Und das war gar nicht so. Der Kleinste gibt dir die Hand, der Mittlere grinst dich an und der Andere schaut erstmal in den Kühlschrank, weil es interessanter ist, irgendwas zu essen. Ne? Und, aber das hat es dann auch wieder so echt und authentisch gemacht, wo ich sage, ja, das ist halt so. Es ist halt auch nicht so einfach für ihn gewesen. Und das hat lange Zeit gedauert, bis man sich auch wirklich angenähert hat. Und ich würde auch behaupten, das hat, glaube ich, erst, also als Konstanze so schwer krank geworden ist, hat er, glaube ich, auch gemerkt, okay, ich bin da. Ich gehe nicht mehr weg, auch wenn es kompliziert wird. Ich bin nicht nur da, weil ich meinen Vater kennenlernen wollte und weil ich jetzt die Vorteile abgreifen will, so, ja, cool, hier gibt's einen Vater, juhu, weil ich ihn nie einen hatte, sondern das ist ja genau das, was ich beschreibe. Es geht um viel mehr, es geht um Familie. Und dann gehst du nicht mehr. Und ich habe gemerkt, wie ich meinen Geschwistern gegenüber in dem Moment, als auch Konstanze so krank geworden bin, einfach auch gemerkt habe, hey, das ist einfach, das ist schon mehr. Das ist nicht irgendwie, das sind keine fremden Menschen mehr für mich. Das ist mein Fleisch und Blut. Ne? Also, wir gehören zusammen und das sind meine Brüder. Und ich würde sogar auch behaupten, dass ich irgendwie angefangen habe, auch so eine Geschwisterliebe zu empfinden. Ne? Also, wie man das vielleicht, das kennst du vielleicht auch, ne? Mit dem Verhältnis zu deiner Schwester. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du nicht mehr. Du gehst nicht mehr. Auch nicht, wenn es kompliziert ist, dann bist du erst recht da. Und ich war immer da. Ich war die ganze Zeit da. Und ich habe gesagt, ich verlasse euch nicht mehr. Und ja, heute würde ich behaupten, das hat uns auf eine Art und Weise zusammengeschweißt. Ich denke, dass die Jungs auch gesehen haben, okay, die Britta ist nach wie vor immer noch da. Sie geht nicht aus der Familie. Sie hat uns echt gern. Und ich habe sie lieb, ehrlich gesagt. Also wenn ihr das seht, ich habe euch lieb. Das sind meine Familie, sind meine Geschwister. Das Verhältnis ist, würde ich sagen, einfach mit der Zeit, die werden ja auch größer. Jetzt sind sie, der Kleine ist jetzt in der Pubertät, der Mittlere, ne, ist jetzt 18 geworden und mit dem Großen, Minas, gehen wir jetzt auf die Wiesen und ja, auf Starkbierfeste. Ja, das macht uns beiden Spaß, also da haben wir uns gefunden. Da fließt das gleiche Blut in unseren Adern, haben wir beide Bock drauf. Ne, deswegen würde ich sagen, Top-Verhältnis. Und wie ist es mit der erweiterten Familie noch? Also wie ist es mit Großeltern und hast du da auch Kontakt? Ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt noch leben oder wie ist es da? Ja, also ich habe meine Großeltern auch kennenlernen dürfen, also auch vor, also 2019 schon, also relativ zeitnah, gleich am Anfang. Und ja, das ist auch ein interessantes Thema. Gut, dass du das vielleicht auch mal ansprichst, finde ich nämlich gar nicht schlecht. Also ich bin super dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte. Es gibt auch ein Bild, wo ich zwischen meinen Großeltern stehe. Es gibt auch Bilder, wo ich mich auch selber erkenne, dass ich meiner Großmutter sehr ähnlich sehe. Und ja, meine Großmutter ist leider etwas dement. Also ich habe sie schon dement kennengelernt. Sie hat schon verstanden, wer ich bin, das schon. Aber ja, wie soll ich sagen? Ich beschreibe das immer so, ich glaube, so fühlt man sich auch, wenn man irgendwie adoptiert worden ist. Vielleicht ist es so ein Empfinden, keine Ahnung. Ich will da jetzt nicht übergriffig irgendwas behaupten. Aber ich habe den beiden gegenüber nicht so dieses Gefühl, was ich jetzt meinem Vater, meinen Geschwistern gegenüber habe. Das ist ganz, ganz skurril. Ne? Ich habe auch Tanten kennengelernt, aber habe auch nicht dieses Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ausreicht für Vater und Geschwister vielleicht, keine Ahnung. Das ist halt, kann ich nicht beschreiben, aber ich habe jetzt nicht so dieses, also ich höre immer, also klar, ich bekomme mit, wie es ihnen geht. Ich weiß auch, wenn meine Brüder jetzt mal da zu Besuch sind oder auch der Dietrich wieder da zu Gange ist, weil er sich ja doch um einige Sachen dann kümmert. Also der Dietrich hat noch Cousin und Cousinen und dann, also, genau, ja, Tanten, also ich nenne sie halt so. Also ich nenne sie nicht Großcousine oder Großtante, weil das ist alles zu kompliziert. Ja, und wie ist es mit dem Onkel dann? Ja, mit dem habe ich, ja, lustigerweise, mit dem habe ich ein ganz gutes Verhältnis. Also wir verstehen uns sehr gut. Und ich habe ihn auch schon mal zu Rate gezogen. Also ich habe schon auch mal mit ihm telefoniert, weil ich mal irgendwas wissen wollte oder so. Ja, das dann schon. Ja, also mit ihm schon, als ich ihn dann gesehen habe. Der war auch zu der Zeit, als Konstanze dann verstorben ist, dann auch öfters da, als ich auch da war. Und das war, ja, also er ist schon cool drauf, ich mag ihn. Und halt mit den Großeltern ist es halt einfach, ja, das ist irgendwie zu weit weg dann. Ich weiß, ich kann es nicht beschreiben. Es ist, ja, anders.
einfach. Aber wie gesagt, ich freue mich, wenn es ihnen gut geht und wenn ich davon höre, ob alles, dass alles in Ordnung ist und ich bekomme das ja auch mit und so. Aber ich habe auch zum Dietrich, ich habe da mal sehr offen mit ihm drüber gesprochen. Ich habe dann gesagt zu ihm, boah, ich weiß nicht, das klingt vielleicht doof, aber ich habe nicht so diese Großelterngefühle den beiden gegenüber. Ja. Er hat gesagt, nee, es ist okay, also das kann man ja nicht erzwingen, sagt, das ist ja total in Ordnung und du bist ja auch zu nichts verpflichtet. Wie ist denn das, bist du mit den Eltern von deiner Mutter auch aufgewachsen? Wie ist da das Verhältnis? Nee, die bin ich nicht, also die sind ja verstorben 2019 im April, bevor ich den Dietrich und meine Brüder gefunden habe, sind sie genau einen Monat davor sind sie verstorben, alle beide, hintereinander, binnen 24 Stunden. Erst ist mein Opa gegangen und dann ist meine Oma gegangen. Und die lebten in Südamerika. Also das heißt, ich habe immer nur telefonischen Kontakt gehabt. Aber erstaunlicherweise habe ich natürlich, obwohl ich nur telefonischen Kontakt immer hatte mit denen und Bilder und so, man ist ja doch irgendwie zusammen aufgewachsen, auch wenn man sich nicht live gesehen hat, habe ich natürlich schon ein Großelterngefühl denen gegenüber gehabt. Ja. Weil ich habe jetzt gedacht, vielleicht kennst du dieses Großelterngefühl gar nicht, sodass du das nicht so richtig zuordnen kannst oder so. Also ich hatte so keine Großeltern, wie man es vielleicht klassisch kennt, dass man mal bei der Oma zu Besuch ist oder so. Das hatte ich jetzt in dieser Form nicht, weil dafür war meine zu weit weg. Aber ich kann, glaube ich, schon beschreiben, was es bedeutet, Großeltern zu kennen und zu haben, auch wenn sie nicht bei einem sind und das nachzuempfinden. Kann ich mir auch vorstellen, dass man da einfach den Bezug nicht so findet oder ja. Ist vielleicht auch einfach gar nicht so wichtig, ne? Weil du hast ja sonst so viel. Ja, wir haben mit meiner Familie schon echt viel zu tun. Langweilig ist es hier nicht, ne? Aber weißt du, was witzig ist? Also mein Großvater, der ist ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der jetzt schon? 84 oder so? Ich kann es jetzt nicht genau sagen, weiß ich nicht. Irgendwas über 80 auf jeden Fall. Und der ist bei WhatsApp, ne? Und wir haben so eine Familiengruppe, stimmt, jetzt kommt es mir gerade, wir haben so eine Familiengruppe, da schicken wir dann immer Bilder rein, ja, wo wir gerade sind, die Gruppe heißt Unterwegs und dann posten wir mal rein, wenn wir unterwegs sind irgendwo. Und mein Großvater kommentiert dann immer, ja, also ich bekomme das schon mit, also da schreibt mir dann auch privat, ja, schön und sei gegrüßt und viel Spaß und so. Also man hat schon Kontakt, aber wie gesagt, also ich bin da auch super dankbar für, aber ich habe halt nicht so diesen Bezug und auch, ne, dieses große Bedürfnis, mich da so auch mitzuteilen. Aber natürlich freut es mich, wenn es ihn freut, dass er uns so glücklich sieht. Ach, schön. Ja, und du meintest, das Verhältnis zu Dietrich hat sich auch irgendwie geändert. Ich denke mal, es ist intensiver geworden, aber wie meinst du das genau? Ja, ich kann mich noch erinnern, Sunny, wir haben bei unserem ersten Interview vor 3 Jahren, haben wir gesagt, wir haben noch nie gestritten. Aha. Jo, du, das ging dann auch 3 Jahre gut, ne? Wir haben 3 Jahre nicht gestritten. Und dann, ja, jetzt fetzen wir uns auch mittlerweile. Also jetzt ist es soweit. Es ist soweit. wir können uns jetzt auch richtig streiten. Und das war total krass. Es hat wirklich angefangen. Konstanze ist gestorben und dann ist irgendwie 2 Tage später schon der erste Streit ausgebrochen. Total banal ist es. Es war jetzt gar nichts Dramatisches, aber das war so krass. Das gab's so unter Konstanze gar nicht. Und ich dachte, wow, was passiert jetzt? Das ist das, was ich gemeint habe. Es hat sich so viel verändert. Auf einmal so mit einem Schlag, zack, alles ist anders. Die ausgleichende Kraft ist nicht mehr da. Und auf einmal streite ich jetzt mit meinem Vater. Und das war für mich natürlich ein total neues Erlebnis. Vor allem, du bist zwischen Trauer und Streit. Klar bist du dann auch irgendwo zwischen Verständnis und Wut. Weil du denkst, was soll das? Ne? Also, was werde ich jetzt hier angegriffen zum Beispiel? Klar, aber ich habe da auch Verständnis aufgebracht, weil ich dachte, hey, wenn du jemanden so lange pflegst, ja, bis er geht und dann deine Lebenspartnerin verlierst und die Mutter deiner Kinder und dann alleinerziehender Vater bist auf einmal. Ja, ich meine, gut, die Jungs sind jetzt aus dem Gröbsten raus, alles gut, aber ist ja trotzdem nicht so einfach. Das war schon ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow. Und es gibt so Charakterzüge, die ich natürlich jetzt davor nicht gesehen habe, weil man hat, und da müssen wir ganz ehrlich und offen reden, eine rosarote Brille auf. Es ist einfach so. Für mich war es so, oh, ich habe meinen Vater gefunden, oh toll, ich hatte ja auch keinen und super, mehr Glück kann ich ja nicht haben im Leben und so. Ne? Da ist man erstmal in diesem Modus und gut, dann hat sich das wieder gelegt, dann kam, ne, dann hat sich alles wieder beruhigt und dann war die Beerdigung auch von Konstanz und so weiter und dann startet man wieder und dann ist man auf einmal eine Familie. Und das Lustige war,
was ich total erstaunlich fand, also für mich war das so eine Art Ernüchterung, wo ich gesagt habe, okay, Britta, jetzt seid ihr eine Familie und du bist immer noch da, also du bist jetzt nicht davongelaufen, weil du gesagt hast, ein Streit und ihr könnt es nicht alle mal, sondern nee, du hast schon das Bedürfnis, dich auch wieder mit ihm zu vertragen. Und da durfte ich jetzt auch mal das erste Mal auch erleben, wie das ist, wenn Vater zum Beispiel auf eine Tochter zugeht und sagt, hey, alles ist wieder gut, oder wenn ich auch, wenn ich über die Stänge geschlagen habe, dann auch mal sagen kann, hey, du, sorry, tut mir leid. Ne? Also es war jetzt auch nicht so gemeint und ich wollte jetzt hier nicht mit dir im Beef sein. Und das Witzige war aber, dass mein mittlerer Bruder, das war irgendwie total lustig, ne? Also irgendwie sage ich dann zu ihm, ja, ich habe mit ihm gestritten das erste Mal. Da sagt er so, ja, das war sowieso alles so komisch, immer so harmonisch, das gibt's eigentlich gar nicht. Also fand ich eh immer seltsam. Ja, also er fand es dann auch gut, dass wir uns mal gezofft haben. Er dachte, ja, okay, diese komische Harmonie die ganze Zeit, das ist irgendwie seltsam, weil wir streiten ja mit dem Papa auch, weißt du, so, nach dem Motto. Ja, das ist auch total wichtig, also auch, auch in Beziehungen. Ne? Man sagt ja auch immer, man kennt sich eigentlich gar nicht, wenn man noch nie miteinander gestritten hat. Und eigentlich kann man erst nach so einem Streit feststellen, ob man sich eigentlich wirklich mag oder nicht. Das ist auch wirklich so. Also es ist halt, was wirklich eingetreten ist, ist so eine Ernüchterung. Wo ich sage, okay, alles gut, er hat so seine Macken, die sind mir jetzt aufgefallen. Bei ihm, also bei mir sind ihm auch Macken aufgefallen, wo ich denke, okay, ein bisschen schräg. Aber ich glaube auch in den Streitereien auch eine gewisse Ähnlichkeit. Also da hat man auch wieder so Tendenzen gehabt, wo ich mir denke, ah ja, okay, da bin ich wie mein Vater lustigerweise. Also mein Freund kommt total oft und sagt so, ja, jetzt kommt der Dietrich wieder in dir hoch. Da denke ich mir so, okay, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, es ist halt, ne, deswegen, Genetik ist nicht zu unterschätzen, liebe Leute da draußen. Also, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, aber das ist halt natürlich auch eine, ja, ist halt interessant auch, diese Facetten dann einfach zu betrachten. Und genau, also ich hasse es, wenn ich mit ihm streite. Ich denke, er ist auch kein Fan davon. Es gab auch schon Zeiten, wo wir dann mal so 2 Wochen nicht miteinander geredet haben, weil der eine beleidigt war auf den anderen und dann rauft man sich aber doch wieder zusammen. Also einfach wie eine ganz normale Familie. So wie in jedem Haushalten. Alles gut. Also es klang vorher eigentlich immer wie zu schön, um wahr zu sein. Und jetzt kommt so ein bisschen auch die Realität mit rein. Und jetzt ist es irgendwie noch realistischer geworden, ne? Das Ganze. Ich glaube, da draußen gibt es so viele Spenderkinder, die sich das wünschen würden. Aber natürlich, wir wollen ja auch immer wieder betonen, dass es auch keinen Druck machen soll, ne? Also auf, sowohl auf Spender nicht, als auch auf die Spenderkinder, die vielleicht gar nicht diese emotionalen Erwartungen jeweils erfüllen können voneinander. Und das muss ja auch nicht immer so laufen. Viele würden es vielleicht gar nicht so toll finden, wenn es so eng wird. Aber für dich hat es ja funktioniert. Und für dich ist es schön. Absolut. Also wie gesagt, es ist ja, es geht ja auch darum, ne, also es ist natürlich schon ein Bedürfnis irgendwo, einfach auch wirklich die Wahrheit nach draußen zu bringen und zu sagen, hey, so schaut's bei uns auch aus. Ne? Es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir haben jetzt auch einen ganz krassen Schicksalsschlag auch irgendwie alle hinter uns, der uns weiterhin im Leben irgendwie prägen wird. Ja, also die ganze Familie auch. Wir wissen nicht, wie viele noch dazukommen. Aktuell bin ich ja immer noch die Erste, die aufgetaucht ist. Was kommt da für eine neue Dynamik rein? Und mir geht's ganz, ganz, also wirklich darum, einfach auch zu sagen, hey, ist es eine Chance? Seht es als Chance, nicht als Druck, nicht als irgendwie, hey, wir müssen jetzt eng miteinander sein. Es muss kein Britta Dietrich Teil 2 da draußen geben, wenn man nicht das Bedürfnis hat. Überhaupt nicht. Es geht einfach darum, die Chancen zu erkennen. Wie kann man denn aus so einem Familiensystem auch wachsen? Was kann entstehen? Ja, also das ist ja das, was so wichtig ist, einfach diese Message nach draußen zu bringen. Also da, hier wird gar kein Druck aufgebaut, ne? Jeder darf so agieren, wie er das gerne für sich für richtig hält und machen möchte. Und was mir super wichtig auch ist, ist einfach, hört auf eure Intuition, folgt eurem Bauchgefühl, denn es bringt euch schon auf den richtigen Weg. Manchmal verirrt man sich in Sackgassen, das ist klar, aber am Ende des Tages ist es das, worauf es ankommt, dass wir einfach auf uns selber hören und unseren Weg einfach beschreiten, ohne uns aufhalten zu lassen von irgendwelchen Menschen da draußen. Und das ist auch in der Arbeit, die ich zukünftig machen werde als Coach, dass ich Menschen halt einfach begleite, ja, die Unterstützung brauchen. Und das ist eine Arbeit, die mich absolut bereichert. Und das ist auch das, was ich einfach nach draußen bringen möchte auch. Und hoffe, dass ich ganz, ganz viele Menschen da draußen unterstützen kann auf ihrem Weg.
Genau, du hast jetzt auch, also du willst dich, glaube ich, selbstständig machen, ne? Du hast eine Homepage. Ich verlinke euch das natürlich in die Videobeschreibung. Falls ihr direkt Kontakt zu Britta aufnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun da draußen. Super, da würde ich mich sehr freuen. Ja, ansonsten würde ich, ja, bedanke ich mich sehr für deine Offenheit, für das tolle Gespräch mit dir. Und ich denke, es wird auch nicht das letzte Video gewesen sein mit der Familie Klein. Oder wie nennt ihr euch? Nein. Familie. Wow, haben wir einen Namen? Ich überlege gerade. Ja. Nee, wir sind einfach crazy. Wir sind einfach crazy. Familie Crazy. Könnt ihr was, auf was gefasst machen hier? Und du sagst aber auch, sagst du auch Papa zu ihm, weil du sagst, also Vater, aber sagst du auch Papa oder was sagst Nein, nein, nein. Also Papa sage ich nicht. Also das könnte ich auch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das in Jahren ändere. Ich hatte mal so ein Gespräch mit meiner Mutter. Sie sagt, meinst du, du könntest ihn mal Papa nennen? Ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, 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 nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht, vielleicht reden wir in 10 Jahren nochmal und dann ist alles ganz anders, keine Ahnung. Aber nee, also für mich ist das der Dietrich. Ich nenne ihn auch so. Aber wenn du über ihn sprichst, dann sagst du schon sehr natürlich und raus ist dein Vater. Also das ist Ja, ganz normal für das dich dann, schon. ne? Ja. Total normal für mich. Oder wenn die Jungs auch reden, sagen, ja, der Papa hat gesagt und der Papa hat gesagt. Und ne, also dann sage ich, okay, dann antworte ich immer so, okay, was hat der Dietrich gesagt nochmal? Und sagen Sie, der Papa hat gesagt, naja, ist ja klar, die haben eine ganz andere Bindung, ne? Die nennen ihn natürlich auch anders, das ist ja logisch. Ich glaube, das ist so ein Thema Vater und Papa, also ist schon ein Unterschied, finde ich. Also ich sagen ja auch viele andere Spenderkinder, das ist schon, ja, mal gucken, wer weiß, was sich alles so in den nächsten 10, 20 Jahren so entwickeln wird. Ja, und ich werde auch mit Dietrich nochmal sprechen. Ich weiß noch nicht, wann das Video rauskommen wird, aber da werden wir auch nochmal darauf eingehen, was er so macht, wofür er sich engagiert. Denn er ist ja auch sehr aktiv in dem ganzen Thema. Mit Spendern spricht er auch. Und ja, das wird bestimmt auch nochmal interessant. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch die anderen Videos sehen. Ich glaube, es ist sogar schon an der Zeit, dass ich meine eigene Playlist für euch mache, für eure Familiengeschichte. Wie Oh sich ja. das Ganze so entwickelt, das ist ja auch sehr spannend zu sehen. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall Teil meines Kanals. Wenn irgendwelche Neuigkeiten sind, habe ich euch exklusiv bei mir gebucht. Natürlich. Bleibt dir schon treu, so ist es nicht. Prima. Ja, und ich hoffe, ihr da draußen bleibt weiter auch dran und bis dann.